Wir sind heute bei den DLG-Feldtagen. Unternehmen und Forschungseinrichtungen stellen hier die neuesten Entwicklungen aus der Landwirtschaft vor. Neben modernen Maschinen und neuen Sorten finden wir hier auch einen alten Bekannten, den Weizen. Weizen hat eine lange Geschichte, wie uns Dennis Hähnen am Stand von Z-Saatgut erzählt. Der moderne Weizen, also dieses hexaploide Weichweizen, ist ca. 10.000 Jahre alt. Schon 1.000 Jahre zuvor bauten die Menschen ein Getreide an, den Einkorn. Doch diesem fehlten noch viele entscheidende Eigenschaften. Ein ganz großer Nachteil, den der Einkorn hat, ist, er hat sehr schlechte Backeigenschaften. Alles, was wir heute für unsere modernen Sorten, für einen Brotweizen haben wollen, kann der Einkorn nicht liefern. Der Einkorn ist ein diploides Getreide. Das heißt, die Gene liegen, wie auch bei Menschen, in zwei Kopien vor. Durch die Einkreuzung eines Wildgras entstand ein neues Getreide, der wilde Emmer. Die Kreuzung hatte auch zur Folge, dass sich das Genom des Einkorn mit dem des Wildgras verband. Es entstand ein tetraploides Getreide mit insgesamt 4 Genkopien. Das brachte verbesserte Eigenschaften für den Emmer. Wir sehen, dass die Körner größer sind. Wir haben die großen Vorteile, dass er relativ resistent ist gegenüber vielen Krankheiten. Aber auch der Emmer hat relativ schlechte Backeigenschaften. Also auch da ist es eher ein Mehl, was zu diesen Teigfladen verarbeitet werden kann und nicht zu dem, was wir heute als klassisches Brötchen, als groß aufgegangenes Backwarenstück wirklich nutzen können. Aus dem wilden Emmer entstand im Laufe der Zeit der Hartweizen, der noch heute vor allem im mediterranen Raum für Pasta genutzt wird. Durch eine weitere Kreuzung des Emmer mit einem Wildgras entstand der heutige Weichweizen oder auch Brotweizen. Und wieder vergrößerte sich das Genom. Zu den 4 Kopien des Emmer gesellten sich 2 weitere. Der Weichweizen hat nun 6 Kopien seines Genoms. Das tetraploide Genom, was der Emmer ja mittlerweile schon hatte, von dem ausgehend von dem Einkorngenom, plus nochmal ein diploides Genom aus diesem Ziegengras. Und das hat sich zusammen zu einem relativ großen hexaploiden Genom zusammengesetzt. Und das ist der moderne Weizen, den wir heute auch noch kennen. Doch hier war noch nicht Schluss. In den vergangenen 10.000 Jahren entwickelte sich der Weizen stetig weiter. Früher gab es nicht diese gezielte Kreuzung, wie wir die heute haben, sondern im Endeffekt alles, was an Züchtung mehr oder weniger stattgefunden hat, war immer eine Selektionszüchtung. Später hat man das Ganze gezielter gemacht und hat sich immer genau die Ähren rausgesucht in einer größeren Population, die relevanter waren und die am besten gepasst haben für das, was man haben wollte. Eine bedeutende Veränderung fand vor rund 150 Jahren statt. Ende des 19. Jahrhunderts war Professor Rimpau einer der ersten, der sich dann angefangen hat, mit der Kreuzungszüchtung zu beschäftigen. Das heißt, wegzukommen von der reinen Selektion des relevanten Genotyps, des interessanten Genotyps, hin zu einer gezielten Kreuzung zwischen zwei verschiedenen Sorten, zwischen zwei verschiedenen Rassen. Und nicht nur neue Methoden kamen auf. Auch die Ziele und Merkmale, auf die die Züchtung hinarbeitete, veränderten sich. Beispielsweise sieht man, dass ältere Sorten häufig länger sind als neue Sorten. Das hat auch verschiedene Gründe. Es liegt zum einen an der Technik. Das heißt, früher wurde mit einem Bindemäher geschnitten und die Ähren, die ganzen Pflanzen, sind im Endeffekt auf dem Feld abgetrocknet. Und erst später mit der Mechanisierung, mit der Zeit, in der der Mähdrescher verwendet worden ist, fiel diese Notwendigkeit für die Menge des Strohs weg. Und damit werden die Pflanzen automatisch kleiner gezüchtet. Weitere Merkmale sind zum Beispiel Resistenzen gegen Pilzkrankheiten oder ein besonders hoher Ertrag in Kombination mit idealen Backeigenschaften. Die Entwicklungen in der Weizenzüchtung sind noch lange nicht abgeschlossen. Die Pflanzenforschung und Pflanzenzüchtung arbeiten gemeinsam an der stetigen Anpassung von Weizen an eine sich ändernde Umwelt, damit Weizen uns auch noch lange erhalten bleibt.